So. Ja, das klappt doch hier zeitlich wieder alles tipptopp, man. Das sind wieder so Folgen, da kommen wir echt gut voran. Das finde ich auch schön an den Aufgaben. Wir sind schon kurz, knackig, sind in 10 Minuten durch und zack. Fertig. Zwei Maps ja schon abgearbeitet. Was die Aufgaben angeht, die Wettkämpfe sind ja auch so 5 bis 10 Minuten Dinger immer. Aber das geht alles flott. Damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play SnowRunner Dirt Truck Simulator auf dem PC, Folge 803. Letzte Folge war die Aufgabe, die wir eigentlich heute machen wollten, schon erledigt. Ging schneller als gedacht, deswegen sind wir gerade ein bisschen frei unterwegs. Und tatsächlich verlassen wir die Map, soweit ich das sehe, auch schon wieder. Denn hier sind keine Aufgaben mehr für uns. Wir haben alles erledigt. Ja, es verschlägt uns auf eine weitere Map. Denn die Wettkämpfe machen wir ganz zum Schluss. Wir machen jetzt... wir machen mal nach White Valley. Ja, hier haben wir einige Aufgaben. Hier haben wir eine Werkstatt. Da geht's jetzt hin. Und du kommst mit. So, jetzt machen wir erstmal diese Front hier weg und ersetzen sie wieder gegen unseren Kran und Sattelkupplung niedrig. So. Ganz genau so muss das sein. Also eine Hebebühne. Abstellen. Jetzt müssen wir auf die globale Karte, denn wir wollen ja hier hin. Da steht sogar noch unser Ziegs rum. Wo steht denn der? Der steht einfach in der Werkstatt, wa? Ich fahre aber gerade lieber mit dem Soft durch die Gegend. Und dann schauen wir mal, ob wir schon Aufgaben markiert haben, ob wir die schon direkt anfangen können und so weiter. Den würde ich gerne setzen. Dankeschön. So. Wir haben tatsächlich Sachen. Was machen Sachen? Das ist doch eine schöne Geschichte. Ich glaube, dafür nehme ich aber den Ziegs, ganz ehrlich. Und der muss noch betankt werden und repariert werden. Da ist ja der Ziegs genau der Richtige. Da ist der ja sowas von gut für geeignet. Das passt so gut. So, da fahren wir diese Klitzekleenstraße lang. Da ist das heute schon erledigt, ja. Fangen wir mal um geschmeidigen 13 Uhr mittags an hier. Gerade Donut, Kaffee, Mampfert. Und jetzt geht es hier los, ja. Ab auf Rettungsmission. Schaffen wir Alaska vielleicht sogar fertig. Vor Beginn der achten und letzten, wahrscheinlich letzten Phase. Ich glaube es ja noch nicht. Denn so viel wie jetzt schon angekündigt ist, steht Phase 8 kurz vor der Tür. Aber ich habe noch kein Release-Datum zum Verkünden. Dementsprechend gehen wir von aus, wir haben noch ein paar Wöchel in Zeit. Ja, deswegen. Solange wir noch ein paar Wochen Zeit haben, schaffen wir auch noch ein bisschen was. Und das ist doch super. So, fahren wir hier mal neben dem Eis entlang. Auf dem Eis habe ich ja so eine... Nicht so eine, ne? Haben wir schon ein paar Erfahrungen gesammelt. Ne? Wissen wir Bescheid. Wobei das Eis sieht jetzt nicht so aus, als ob es brechen würde. Aber ich will es ja jetzt nicht riskieren. Wir können ja mal hier ganz kurz erhören. Okay, hätte funktioniert. Na gut. Ja, stimmt, bei Alaska gab es das noch gar nicht mit dem Eiseinbrechen und so. Die Physik, die kam ja erst später. Kam ja erst bei Phase 2. Ne, bei Phase 1. Stimmt, Phase 1 war die Scheiße zum ersten Mal. Dann natürlich am Moor ganz schlimm. Also, boah, das nervt. Nervt so hart. Selbst mit einem Ziegs. Weil der Ziegs vieles, glaube ich, einfacher gemacht hat. Also, muss man sagen. Auf solchen Maps werde ich dann, also gerade auf Amur, werde ich wieder den hier und den Collab auspacken, weil das einfach nicht anders geht. Diese Maps sind so erbarmungslos. Also, wenn du da nicht dieses Gerät hier an den Tag stellst, ne? So, schauen wir nochmal, was die wollen, ja? So, eine lange Geschichte, aber ich habe es irgendwie geschafft, den Motor laufen zu lassen. Jetzt bin ich ohne Sprit am Bootsleger gestrandet. Müsst du mir mit Reserve aushelfen. Oh ja. Da hat er seinen Truck einfach. Also, ich meine, wo war er denn nachts? Ich meine, hört man es nicht, wenn der Motor läuft? Die ganze Nacht?
Na gut, ich meine, wenn er hier den Wagen stehen gelassen hat und dann ist er einfach wohin gefahren, keine Ahnung, aber... Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel Sprit verbraucht man denn so, wenn er... Sagen wir mal, der Tank ist voll. Du lässt einfach nur den Motor im Standgas ohne Gang laufen. Handbremse gezogen. Leerlauf. Wie viel verbraucht man denn dann? Der Tank geht doch über Nacht nicht leer dann, oder? Also... Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber gut, wenn der Tank schon schwach war und dann lässt den Motor noch laufen über Nacht, dann ist natürlich Ende. Klar. Und ich glaube, ich probiere jetzt dann doch mal hier. Da sollten wir uns jetzt eigentlich keine Sorgen machen, dass das hier nicht geht. Also ich hoffe jetzt mal, dass das geht. Ja. So pures Eis nehme ich dann mal. So entsprechend schlecht fährt es sich auch. Aber na gut. Ja. Mal wieder hier einen drauf macht, ja. Der fährt hier mit einer Wucht hoch. So, ich muss den Chevrolet erstmal reparieren. Ich habe hier genug Punkte dabei. Der Zix ist da so krass drin. Das macht richtig Spaß. So, du bist doch der mit dem Schraubschlüssel. Also ich hoffe es jetzt mal für dich. Aber wenn ich den da jetzt rüber dingse, dann ist der noch nicht fertig, ne? Dann muss ich den erst reparieren, ne? So, jetzt muss ich noch reparieren, genau. Naja, ist ja gar kein Problem. Nachgetankt, können wir den mal ganz entspannt machen. Können wir ganz entspannt mit dem Reparaturwerkzeug betanken. Und dann können wir den auch ganz entspannt reparieren. 152 Punkte nur. Und weg ist er. Du glaubst ja nicht, wie ich mich freue, dich zu sehen. Es wird ziemlich schnell kalt hier, auch in der Hütte. Vielen Dank für deine Hilfe. 160 Erfahrung, 1500 Lohnung. Okay. Okay, alles klar. Wir sind jetzt bei 84% nach wie vor. Haben nicht mehr so viele, aber es sind noch einige Aufgaben offen. Auch auf dieser Map hier. Hoffe ich jetzt mal. Ja, guck mal hier. Okay, da brauchen wir den, den anderen. Machen wir da oben die Route lang. Das ist dann Baumaterial. Und tatsächlich ist es das auch schon. Mehr Aufgaben gibt es auf dieser Karte hier nicht. Das ist ja wieder ein Ding. Gut, da wissen wir Bescheid. Da brauchen wir diesen Kollegen. Da brauchen wir diesen Kollegen hier. Und dann nehmen wir uns einen schönen Pritschen-Anhänger hier. Weiß er so? Warte mal. Nach 800 Folgen sollte man da so wissen, wie der heißt. Pritschen-Auflieger. Wusste ich's doch. Pritschen-Auflieger. Gut, Auflieger-Anhänger, aber ist ja dasselbe. So, wir fahren hin. Wir fahren einmal oben rum. Dann fahren wir hier rein, sammeln die Ziegel auf. Dann müssen wir hier den kompletten Weg fahren. Beziehungsweise so, dann ist hier der Ziegel, dann müssen wir wieder Straße, dann weiter, dann liegt der Ziegel da. Und dann fahren wir wieder hier zur Sägemühle, da wissen wir ja mittlerweile schon. Da waren wir ja schon. Da waren wir schon oft und da kann man mit dem Truck auch fahren, das ist gar kein Problem. Ja... Glaubt da, die Aufgabe kriegen wir noch hin heute. Ah, ein bisschen eng. Da müssen wir jetzt auf alle Fälle mal ein bisschen Gas geben. Auf der Straße wird es weniger zum Problem. Aber dann später, wo der dünne Geländeteil da kommt, da dauert es ein bisschen. Na gut, wir müssen da erstmal nicht weg. Wenn wir die Aufgabe geschafft haben, ist ja gut. Drei Ziegel aufladen und abgeben ist ja an sich nicht ganz so schwierig. Sollten wir hinkriegen. Ich hab Bock drauf. Ab geht's. Ja, ab geht's. Was soll belasten? Weißt du, jetzt kommst du gerade so geil voran, jetzt habe ich eigentlich richtig Bock, noch weiter zu zocken. Und dann gucke ich auf die Uhr, 11 Uhr abends, ja geil, Alter, 7 Stunden klingelt schon wieder mein Wecker. Also so lange ist hier nicht mehr. Ja, die Folge noch, dann die muss ja noch schneiden und dann mache ich schon mir... Ich nehme mir mal Brot, ich mache mir mal Brote für die Arbeit, dann mache ich mir mal die Brote schon. Ich mache die mal einen Tag vorher, stelle sie einfach in den Kühlschrank. Und dann sind die immer noch gut am nächsten Tag, ja. Wo mache ich das Ganze? Stellen wir alles parat. Ja, ich bin auch müde jetzt wieder. Ich will auch eigentlich wieder pünktlich im Bett sein. Man fühlt sich aber den ganzen Tag über besser, wenn man es einfach mal, wenn man
selbst eine halbe Stunde länger schläft als einen Tag vorher. Du merkst es, das ist ein Unterschied. Das ist so geil. Aber ich habe halt keine Zeit für Schlaf. Zumindest nicht für. Also es gibt ja Leute, und das finde ich super, wenn die es schaffen, pro Tag in der Woche 8 Stunden zu schlafen, das ist super. Mega. Würde dem Körper wahrscheinlich auch sehr gut tun, aber wo soll ich die Zeit hernehmen? Habe ich gar nicht. Wenn ich jeden Tag in der Woche 8 Stunden schlafen würde, würde das bedeuten, ich habe so pro Tag 2 bis 3 Stunden für mich. Mehr nicht. Bestimmt Leute, für die ist das viel, weil sie einfach auch gewohnt sind, komplett durchzuhasseln, aber ich bin einfach jemand, ich brauche einfach meine Freizeit jeden Tag. Ich brauche auch gerne meine 5-6 Stunden Freizeit am Tag und die kriege ich so gerade so zusammen. Ja gut, wenn ich mir jetzt überlege, mein PC hat jetzt eine Uptime von knapp 5 Stunden heute. Das heißt, vor ungefähr 5 Stunden kam ich nach Hause. Ja, das heißt aber nicht, dass ich jetzt seit 5 Stunden hier freizeitmäßig sitze und machen kann, was ich will, sondern du musst ja dir noch was zu essen machen, du musst ja dir noch um andere Sachen kümmern, du musst ja noch ganz viel verschiedenes Zeug machen, ja. Ja, also von diesen 5 Stunden habe ich jetzt auch nur 2 bis 3 höchstens gehabt für meine Geschichten. Ja, aber mehr ist in der Woche einfach nicht drin. Und das muss man halt einfach akzeptieren. Dafür ist dann der Urlaub da. Oder das Wochenende, was ich lieber dann zum Aufholen von Schlaf benutze und dann immer bis 11 oder 12 Uhr schlafe. Was jetzt auch nicht gerade geiler ist, wenn man mal produktiv irgendwas machen will, wie Videos von Projekt Unreal Server schneiden, produzieren, bla. Schaffe ich nicht. Und dann schiebe ich es mir hin, dann sage ich, ja, dann mache ich es halt einfach in der Woche. Und in der Woche merke ich dann, ich habe gar keine Zeit. Ich mache dann lieber doch wieder am Wochenende. Dann merke ich am Wochenende, ja, scheiße, irgendwie habe ich gar keinen Bock und keine Zeit und gar nichts. Und irgendwie ist das alles Käse hier. So. Ich plädiere jetzt einfach mal drauf, dass ich mit dem Kran da unten hinkomme. Kran muss die Ladung nur angehoben kriegen. Ja. Machen wir doch sowas von heute hier fertig, ja. Jetzt muss ich ja nur noch hier die Route runterfahren. Und dann hat sich das Ganze schon erledigt. Aber jetzt mal nur so eine Sache. Ziegel zur Sägemühle? Ja, wahrscheinlich für das Dach dann, um das zu reparieren, oder wie? Könnte ich mir schon vorstellen, aber... Aber Sinn macht es natürlich nicht. Ja, also zur Verarbeitung, aber fürs Gebäude selber, ja, denke ich mal, passt das schon. Ja, ich bin ja noch relativ, ja, fast nichts verbraucht. So. Und da taucht schon der zweite von 3 auf. Es müssen nur 3 sein, ne? Tatsache. Stark. Nice. So. Ja, das klappt doch hier zeitlich wieder alles tipptopp, man. Das sind wieder so Folgen, da kommen wir echt gut voran. Das finde ich auch schön an den Aufgaben. Die sind schon kurz, knackig, sind in 10 Minuten durch und zack.
Fertig. Zwei Maps ja schon abgearbeitet. Was die Aufgaben angeht, die Wettkämpfe sind ja auch so 5 bis 10 Minuten Dinger immer. Aber das geht alles flott. Oh, jetzt müssen wir den Kran mal drehen, Mensch. Da ist schon die Sägemühle nach 15 Minuten. Das ist verrückt. Das sind zwei Aufgaben jetzt schon wieder gewesen. Oder? Das haben wir sogar glatt noch Zeit zur Werkstatt zuzufahren. Ah, das Werkstatt ist eine ganz schöne Strecke noch hier, weil der Weg hier lang wird ziemlich beschissen. Bis hier ist er echt gut. Ab hier wird er nur ein bisschen zugeschneit, ne? Klar, weil alle immer nur bis hierhin fahren und dann wieder zurück wahrscheinlich. Die Aufgabe, das ist ja hier, das ist ja die hier, ne? Das ist ja... Na. Dieses Quartal ist für uns trotz aller widrigsten Umstände erfolgreich gewesen. Die Sache mit den Ziegeln wirft uns also nicht aus der Bahn. Vielen Dank für die Hilfe. 160 Erfahrung, 1250... Ja, das ist kleine Sachen, aber das ist 85% schon. Und das war's auch, glaube ich, hier wieder von Aufgaben von dieser Karte. Tatsächlich. Finde ich jetzt hier keine. Wir haben hier noch einen Wettkampf und das war's. Sonst haben wir hier keine Aufgabe. Zweifel, dass hier ein ist. Hier kommt man gar nicht hin. Das kann nicht stimmen. Der Flugplatz, da könnte man vielleicht hier hin, aber ich wüsste nicht, warum da noch eine sein sollte. Sonst suchen wir uns die dann später zusammen, falls wir die letzte nicht mehr finden. Wir fahren jetzt einfach nochmal zur Werkstatt zurück. Denn wir müssen ja sowieso dann später wechseln, die Map. Weil da auch die Frage wäre, lohnt sich das? Weil jetzt nehmen wir mal an, ich muss jetzt, gehen wir mal nach Bergfluss. So, müssen wir überlegen. Bergfluss hat bestimmt noch eine Palette Aufgaben, oder? Nee, auch nur eine, aber das sind auch Ziegel im Fluss. Da brauchen wir zum Beispiel schon mal diesen Anhänger. Wir haben hier aber auch einen Anhänger-Shop. Der auch relativ gut zu erreichen ist. Das heißt, theoretisch könnte ich den Anhänger da lassen. Da ich jetzt aber schon näher an der Map dran bin, gibt es sogar zwei Anhängershops auf der Karte und zwei Tankstellen. Bei dieser Größe, das ist richtig krass. Aber wenn ich das richtig sehe, ist ja auch nur wieder eine einzige Aufgabe. Dann haben wir noch einen Wettkampf. Das ist es. Stark. Egal, wir fahren nach Bergfluss. Heißt, wir fahren eigentlich wieder hier hin zurück und dann noch nach Bergfluss. Wissen wir ja wieder Bescheid. Ich fahre jetzt hier einfach mal so einen schönen Kreis drumrum. Und so viel machen wir heute sowieso nicht mehr. Und wenn ich den Anhänger schon habe, Treibstoff reicht locker noch aus, das sind Tankstellen, also... Kann ich die eine Aufgabe da, die Ziegel noch schnell einsammeln und dann können wir schon weiter nach Pedro Bay kutschen. Dann sind hier in wenigen Folgen die ganzen Aufgaben durch. Dann machen wir noch die Wettkämpfe hinten dran und dann sind wir auf 100, ne? Auf 100 in einer der Original-Maps, das ist krass. Das ist krass, weil die sind ja auch vom Umfang her richtig krass, ne? Weil die Phasen haben ja an sich weniger, weil es nur zwei Maps sind meistens. Außer Amur, das ist ein bisschen... Ach du Scheiße. Ah gut, letzten Endes hat sich das jetzt vielleicht nicht unbedingt gelohnt, zumal ich jetzt hier auch nicht rumkomme. Ach du Scheiße, der Wenderadius, der ist ja auch wieder on point, Alter. Der ist ja nicht on point. So. Ja, ein, zwei Minütchen Falk und dann sind wir für heute fertig. Da muss ich auch dringend noch schneiden jetzt.
Ich will zumindest, also wenn ich es schon nicht schaffe, 3 Videos täglich aktuell zu bringen, ja, völlig undenkbar aktuell, schaffe ich nicht. So möchte ich euch wenigstens eure tägliche Dosis SnowRunner liefern, ja, das ist mir persönlich dann auch ein bisschen wichtig. Und bei dem Rest der Videos schauen wir mal, ich werde die Woche auf jeden Fall nochmal eine Session Assassin's Creed aufnehmen, dass dann nochmal 2 Assassin's Creed Folgen die Woche auf jeden Fall nochmal kommen können. Und so weiter und so fort, ja, dann... Ah, stimmt, ich habe ja sogar auch demnächst Urlaub. Das heißt, dann nehme ich mir auch endgültig mal die Zeit, das scheiß OBS-Problem zu fixen, dass ich wieder vernünftig aufnehmen kann. Ich werde dann, weil OBS mit Netzlaufwerken nicht so zurechtkommt auch und so, werde ich dann schlicht und ergreifend einfach mal auf meiner lokalen System-SSD die ganzen Effekte und Facecam-Rahmen und sowas ganz hinboxieren, dann sollte da an sich schon mal kein Bottleneck entstehen. Auf Netzlaufwerk aufnehmen, sollte aber funktionieren. Ja, und sollte nichts, das ist ja auch nicht wirklich ein Netzlaufwerk, weil es sich im selben PC befindet, also eigentlich müsste das funktionieren. Ich habe halt keinen lokalen Datenträger, auf dem ich es aufnehmen könnte. Also ich habe auch keinerlei Platz mehr, da irgendwas einzubauen. Aber wir schauen mal. Hier war es nicht, ne? Nee. Hier war das. Ich fahre noch auf den Asphalt und dann ist gut. Dann geht es in der nächsten Folge rüber zur Map Bergfluss. Und dann haben wir doch auch wieder... Der Kalender, der Terminplan hier ist voll, ja, wir haben viel zu tun, wir sind ein viel beschäftigter Mann. Wir sind ein viel beschäftigter Mensch. Oh, 1, 2 Videos gleich noch reinpfeifen. Nebenbei die Videos schneiden und einstellen und dann ins Bett fallen. Und frieren, es ist echt kalt, es ist echt nicht mehr normal, sag ich dir auch ehrlich. Ich glaube, ich schalte mal die Heizung an. Zumindest im Schlafzimmer. Wegen Kälte aufzuwachen ist mit eins der beschissensten Sachen. Sag ich dir ehrlich. Das ist richtig beschissen. So, da sind wir auf dem Asphalt, Freunde, und damit endet diese Folge hier und jetzt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Wieder 2 Aufgaben weniger auf unserem Konto. Nächste Folge geht es dann zum Bergfluss. Da machen wir auch die einzig verfügbare Aufgabe. Und dann geht es schon nach Pedro Bay. Da sind alle Aufgaben durch, dann machen wir die Wettkämpfe hinten dran und dann ist diese Phase, beziehungsweise das ist keine Phase, dann ist die Map Alaska für uns beendet. Vielen, vielen Dank euch wieder fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Mal.